So, dann sag ich mal hallo und herzlich willkommen zurück bei Nantucket. Ich bin der Zovarok und wir müssen noch ein bisschen was erledigen hier. Ich habe mir vorhin mal bei Steam so die Reviews so durchgelesen, weil das ein bisschen ausgeglichener wurde, das Ganze. Und da ist mir ein Preview aufgefallen, absolut negativ bewertet worden. Und er sagte, dass das Spiel eine sehr, sehr kurze Geschichte hat und es wiederholt sich alles, bla 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 bla. Und er schrieb, er hat das nach 8 Stunden durchgespielt. Und dabei überlege ich mir, in 8 Stunden durchgespielt. Wie hat er das gemacht? Das würde mich mal interessieren. Entweder stelle ich mich total dämlich an, also ich bin da total, ich kriege das hier nicht auf den Plan, absolut nicht. Weil wir haben jetzt schon, ich glaube, über 22 Stunden auf jeden Fall. Oder 20 Stunden, irgendwie sowas. Und der hat das in 8 Stunden durchgespielt. Also ich finde das erstaunlich, wie er das so geschafft hat. In 8 Stunden. Wie schafft man das in 8 Stunden durchzuspielen? Also ich weiß nicht. Wie gesagt, es kann ja sein, dass ich mich zu dusselig anstelle. Oder ich bin eher so der Typ, glaube ich, der mal so in die Ecken guckt. Der so ein bisschen auch so die kleinen Geschichten so mitnimmt und auch mal ein bisschen genauer ist. Ich weiß nicht, ob das daran liegt. Weil das hat mich ein bisschen gewurmt. Also 8 Stunden, also war mir ein bisschen sehr suspekt, muss ich sagen. Verstehe ich nicht so ganz. Naja, egal, vielleicht. Vielleicht auch egal. Wir müssten, warte mal, was müssen wir eigentlich noch? Lass mal kurz gucken. So, wir haben unser Hauptquest noch gar nicht weitergemacht. Wir müssen die Städte, was war das hier? Westküste. Pazifische Westküste. Da müssen wir hin. Also das haben wir noch gar nicht gemacht, Mensch, großartig. Wir sind doch Helden. Pazifik. Wir müssen hier das Gebiet mal abfahren. Und vor allen Dingen, da oben haben wir auch noch einen Knecht, den wir uns erledigen müssen. Vor allen Dingen, wir haben bald das große Schiff. Also das dauert nicht mehr lange. Das darf eigentlich nicht mehr so lange dauern. Jetzt werde ich mal gucken. Das kann man hier gar nicht sehen. Na gut. Lass uns mal kurz in den Tacket reingehen. Nantucket, hallo, ich möchte nochmal kurz an Deck. Nein, ich möchte da nicht. Was mache ich aus? Wir sind in Nantucket. Ich möchte nochmal gerne an Land. An Land gehen. Nein, ich will da nicht hin. Ich will da nicht hin. Ach Gott, das wird. Wir müssen mal weg. Wir wollen erstmal hier hin. Lass uns nach Hortas. Lass uns nach Hortas rüber segeln. So, wir müssen ein bisschen Gas geben hier. Nach Hortas rüber. Wir haben ja noch ein bisschen Ladung, die wir verteilen müssen. Zuppi, und da ist doch schon abgeliefert. Wester Kram. Enter der Helbe. Lass mal kurz raufgucken. Was wir da noch so. Wir können hier nicht. Nee, Krams haben wir nicht in der Tasche. Haben wir hier Quests? Genau, die haben wir fertig. Super. In der Tasche. Unsers. So, hier können wir nichts machen. Jetzt können wir leider auch nicht sehen, was wir gerade noch so an. Ach, ist das cool, ne? Was haben wir denn noch für Schiffe hier? Guck dir mal an, diesen. Was für Riesendinger. Mein Gott, und die Kohle haben wir ja locker flockig. Vielleicht uns, das fehlt uns noch. Das fehlt uns leider noch. Haben wir noch nicht. Ist noch in Arbeit. Haben wir noch nicht. Hoffentlich sehe ich das jetzt richtig. Das wird gerade hergestellt. Da sind wir gerade am Machen. Aber da steht Level 2. 12. Das ist ja die Kiste, die wir haben. Wir wollen ja gerne die große Mühle haben. Unbedingt lieben gerne. Wie gesagt, entweder sehe ich das verkehrt oder. So, lassen wir nochmal zurück. Mal gucken, wie weit wir da eigentlich sind oder wo wir das eigentlich machen. Ich weiß es gar nicht genau. Dann zurück nach Nantucket. Ich glaube nach Nantucket. Ne, warte mal. Hier oben ist auch noch was. Da sollen wir auch noch hin. Hier nach Peterhurst. Lass mal nach Peterhurst rüber schippern. Da oben das Viech erledigen. Das wollen wir gerne mitnehmen. Vielleicht kriegen wir das ja. Wäre toll, wenn wir das hinkriegen würden. Wäre eine ganz tolle Sache. Enter the Hellworm. So, mal gucken. Und da sind wir. Quest. So. Da haben wir wieder was. War, ja, nehmen wir doch mit. Wenn wir schon das sind, dann nehmen wir schon mit. Pass mal auf. So. Ich will mal gucken. Warum sagt er mir, dass wir das nicht haben? Wir haben doch jemanden, der da startklar mit ist. Das ist doch in Arbeit. Wo ist das in Arbeit? Kann man das irgendwo sehen? In Nantucket. Okay. Ist in Nantucket, wer das gemacht. Sehr schön. Jetzt kann ich natürlich nicht sehen, wann das fertig ist, ne? Oder? Not supported. Warum nicht? Wir haben doch alles. Gut, die beiden Sachen ist klar. Das haben wir jetzt für. Wir haben kein Equipment-Skill, bla, haben wir nicht. Na gut. So, was machen wir? Was haben wir hier noch gerade drin? 220. Wir haben noch alles. Lass uns da mal hocheiern. Und mal diesen
die Nebenquest da mal. Nebenquest ist das gar nicht. Eine ganz kleine Quest. Lass uns das Vieh mal hier. Auf geht's. Bin mal gespannt. So. Da bliegt da! Okay, dann mal rauf. Auf geht's. Ich bin gespannt. Last. So, es fehlt uns jemand. Zack, 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 zack. Den haben wir noch. Den wollen wir natürlich mit dabei haben. Hier drüben hin. Und zwar unser guter Mann. Essain, da ist er. 30. Wir sind natürlich mit an Bord, klar. Wir müssen damit an Bord, glaube ich. Da können wir, glaube ich, kommen wir gar nicht drum rum, ne? Nein, wir sind nicht fest. Okay. So, continue. Was haben wir? Oh Gott, das will. Legendäre 99. Alter, Freund, guck dir das mal an. 15. Freunde, das wird ganz schön heftig hier bei uns. Das wird richtig haarig. Oh mein Gott. 30. Was machen wir? Wollen wir erstmal die Kleinen nebenbei erstmal auslaschen, würde ich mal sagen, ne? So, 8 ist raus. Noch nicht ganz, aber fast. 29. Kriegst auch noch mal einen mit. So, die Beine, jetzt kriegen wir einen 15er reingedrückt hier. Alter Freund der Sonne. Alter Schwede. Mein Gott. Crewmember Damage, minus 20%. Alles klar. Rollen wir die Geschichte. 15, Freund der Sonne. Alter Schwede, was gab das hier richtig was aufs Maul? Der ist verletzt. Der ist nicht verletzt. Wir wollen mal sagen 2019. Wir müssen aber hier einmal heilen. Er muss geheilt, das nützt alles nichts. Da kommen wir nicht drum rum. Und er hier. Lass uns mal erstmal einen rausnehmen hier. Nein! Mist! Habe ich gar nicht gesehen. Ach, großartig. Die sind ja. Die sind ja resistent, die Knechte. Ach, großartig. Jetzt können wir sie angreifen. Na, prickelnd. Naja, gut. Nur, siehst du, bin ich doch nicht so ein Held. So, was haben wir jetzt? Nichts. 12. Wir können uns einmal heilen, aber hier können wir nicht heilen. Großartig. Der gute Mann ist nicht fähig, uns zu heilen. Der ist immer noch. Den können wir nicht so fassen. Wie kriegen wir ihn jetzt hier? Der ist noch 4. Den nehmen wir den raus hier. Zack. So. Ja, 21. Meine Güte. So, der ist bald hinne. So, Freunde, jetzt bitte. Alles klar, wunderbar. Er könnte einem Mann helfen, aber hier. Der kriegt erstmal was rauf, aufs Maul. Und hier 15. Wen nehmen wir jetzt? Wen helfen wir jetzt hier? Wir müssen einmal heilen, das ist alles nix. Da kommen wir nicht drum rum. Ja. Null, der ist auch raus. Sehr schön. Haben wir nur noch einen nach? Wir brauchen mehr. Oh, 15. Wir müssen hier jemanden helfen. Wir müssen heilen. Oh, drück die Daumen, dass das klappt. Bitte. Nein. Nein. Wir verlieren guten Mann. Wir verlieren richtig guten Mann. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht sein, sowas. Ach, so ein Ärger. Ja, ist natürlich klar. Hilft uns gar nicht. Er bringt uns nichts. Wir können da nicht draufkloppen. Ich würde gerne erste Hilfe, aber den einen verlieren wir. Den einen verlieren wir gleich noch. Siehst du, wunderbar. Also ist das also nervig. Einen guten Mann verloren. Sehr schön. So. Ja. Wieder nix. Wieder nix. Also ist das doch zum Reiern. Ja, kann man nichts machen, das ändern wir dann, ne? Der Eugen kriegt noch eine rein. 45. Wiederbeleben wäre echt mal super, aber das können wir leider nicht. Ist natürlich jetzt sehr schade. So. Jetzt ist hier Feierabend für dich, mein Freund. Und jedes Mal, wenn wir irgendwie unterwegs sind, haben wir immer Verlust. Jedes Mal haben wir Verlust. Das ist doch
merkwürdig. Also, finde ich komisch. So, das nehmen wir noch mit. So, Cargo und zurück nach Hause. Ich weiß nicht, ist das Ding fertig? Wen haben wir denn jetzt gekillt? Den hier oben, den Williams, ne? Wo sollen wir denn damit hin? Nach Nantucket zurück. Okay, dann gut, weißt du was? Lass uns zurück nach Nantucket fahren. 18 Tage. Vollgas zurück nach Nantucket. Dass wir schon wieder einen Verlust haben, ist echt nervig, ne? Also wirklich wahr. Wir, genau, wir unterrichten ihn kurz mal. Natürlich, dass die Quests immer wiederkommen, ist ja ganz klar. Also man kann ja nicht, überleg mal, wie viele tausend Quests man machen muss. Oder hunderte, mal so sagen. Das geht gar nicht. Und dass das sich dann immer wieder mal wiederholt, ist ganz normal. Das hast du in jedem Spielchen eigentlich, dass das sich wiederholt. Wie gesagt, aber ich freue mich dermaßen riesig drauf, dass wir das irgendwann mal auf Deutsch haben. Und dann werde ich das auf jeden Fall, Get Rebirth und das auch. So, die beiden haben wir fertig. Sehr schön. Dass wir dann auf jeden Fall das Ding auf Deutsch durchzocken. So, Freund, was ist hier los? Warum kriegen wir das nicht? Warum sagt er X? Wir haben doch alles da. Das hier oben ist klar, weil wir hier im Moment nichts zu bauen haben. Wann ist das fertig? Ende März. 5. März. Was haben wir? Februar. 5. März. Fast fertig. Fast fertig. Sind wir fast fertig. Na gut, wir müssen wieder einen Mann haben. Wir haben ja wieder jemanden verheizt, sozusagen. Sehr toll. Ach ja, da haben wir jemanden. Na gut, Stufe 3. Ist nicht so der Prickeln, das ist nicht so der Hammer, ne? Der hier ist nicht schlecht. Aber der hilft uns auch nicht so großartig weiter. Was hat er eigentlich an der Jakob? Mal gucken, was hat er hier an Fähigkeiten? Gut, die anderen beiden, die würde er nicht nutzen können. Na, ist egal. Haben wir den mit? Nehmen wir den auch noch mit. So. Und wir müssen natürlich noch auf die andere Seite von Amerika, wenn man so will. Und da müssen wir, okay, sail away. Da müssen wir ja die Westküste nochmal abklappern, damit wir unsere Quest, die Hauptquest weiterführen. Ich ärgere mich so ein bisschen, dass ich so schlecht in Englisch bin. Das ärgert mich ein bisschen. Aber, naja. Jeder hat so seine Vor- und Nachteile. Na ja, gut, ne? Und hier ist noch eine, oh, hier ist noch hier eine World Area. Die lassen wir mal abklappern kurz mal. Borkenschulter, Schulter hast du nicht gesehen und startet a copy of this way. It's fine. Bekomme. Was? Ja, wir sind smart. Oh, wir haben Skillpoint. Ist ja allerliebst. Wir haben einen Skillpoint und den möchten wir gerne einsetzen. Fragen mich bloß nicht, wohin. Sailing. Haben wir hier noch was Neues irgendwo? Vielleicht eventuell. Das haben wir. Was ist das hier? Da brauchen wir 3 Points für. Das haben wir. Ist doch super. Was haben wir hier? Den haben wir auch mit drin. Harponier. Aber weiter rauf kommen wir nicht. Oder haben wir nicht. Was war das? Man in Arms. Survivor. So. Und hier unten noch irgendwas Tolles. Wie haben wir den mit angeschmissen? Na gut. Oil Master. Also keine besonderen Skill-Geschichten. Also das ist echt ein bisschen ärmlich. Naja. Weiterfahren. Nee, ist nichts zu sehen. Darüber vielleicht? Ja, jetzt haben wir was gewonnen. Alles klar, was haben wir hier? Haie bestimmt irgendwie, ne? Haie oder Killerwale oder sowas. So, letzte Crew. Mal hier rüber. Wir müssen noch einen Mann, den Jakob, den nehmen wir noch mit. Nützt ja alles nichts. Können wir uns da aber leider nicht benutzen. Nee, wir rauchen großartig. Na, weiße Haie. Okay, weiße Haie. 35, alles alte. Alles alte Knechte. So. 25, 24. Er hat natürlich jetzt tote Hose. So. Zack, 10er raus. Der ist am Bluten. Und den 24er, den heizen wir mal da. Mal schauen. Blutung, das ist natürlich super, was wir haben, ne? Ist hier natürlich jetzt nicht der Fall, weil wir jetzt eine Blutung mit drin haben. Ja, ja, ist ja gut, ist ja gut. So, du bloß auch noch mal ein bisschen vorsichtig. Ja, genau. So, jetzt sind wir dran. Was haben wir hier noch einsetzen? Ach, das guck dir mal an, das ist ja gar nichts. Nein, wir brauchen das. Zack.
gar nichts. Hier ist nichts. Tote Hose auf dieser Seite. Nochmal 25er. So, wir haben jetzt schon mal einen raus. 6. Naja, gut. Der Eugen, der darf gerne mal was Tolles zusammenwürfeln. Wäre nicht schlecht. Ja, ja, gut. Und den lassen wir mal wieder hier. Da, komm her. Ach, hier drüben ist das da. So. Nichts. Oh gut, dann verbluten wir gleich. 25, 15. Ah, okay. 25 haben wir hier noch. Kriegt er hier vorne mal rüber. So. Und du kannst nichts machen, aber wir können mal erste Hilfe leisten. Bevor hier wirklich noch... Aber der, ich glaube, der Eugen, der wird gleich drauf gehen. Nee, beide untergetaucht. Haben wir doch mal Glück gehabt. Ich drehe durch. 4. So. 9 auf dieser Seite. 25 und 24. Okay. So. Ach, die sind beide untergetaucht. Super. Können wir wieder nichts machen. Der ist auch untergetaucht, ne? Ja, ja, klar. Natürlich. Natürlich. Na gut. Aber wie gesagt, ich freue mich extrem, wenn das auf Deutsch kommt. Und ich bin wirklich am Überlegen, ob ich wir das Let's Play erstmal auf Eis legen und sagen, wir warten, bis das Deutsch da ist. Und dann geht das hier richtig rund. Aber andersrum möchte ich schon gerne sehen, wie das große Schiff aussieht, ne? Das möchte ich schon eben gerne sehen. So, haben wir hier noch einen mehr? Ich möchte noch gerne mal. Warte mal. So. Jetzt haben wir es. Wie das große Schiff ist. Nix. Futter haben wir da. Das nehmen wir natürlich mit. Das können wir irgendwann verhökern. So. Das haben wir. Was haben wir jetzt für den Februar? Lass mal zurückfahren. 5 Tage. 3. Lass mal vorlaufen. Nein. Sail away. Pass mal auf. 4, 5. Fertig. So. Nantucket. Wir kommen. Das Ding muss fertig sein. Dann bin ich mal gespannt, ob das auch drin ist jetzt. So. Nee, sagt er mir nicht. Warum nicht? Wir haben alles. Können wir jetzt ein größeres Schiff kaufen, theoretisch? Oh ja, können wir. Ey, wir können einen größeren Pott uns zulegen. Die Ember, ein Clipper. Was haltet ihr denn davon? Was haben wir hier? 12 Knoten. Sehr schön. Oh, hier. 100 und 3 Walboote auf jeden Fall. Wisst ihr was? Das machen wir. 9000. Wir haben das Geld damit locker flockig da. Kaufen. Die Ember. Die Ember ist unser Schiff. Die Ember. So, da ist er, der Mörderkahn. Sehr, also sehr cool. Finde ich richtig cool. Da haben wir richtig was Schönes zu sehen. Incomes. Ach hier, guck mal, da können wir mehr Kohle ran scheffeln. Lass mal machen hier. Ist ja nicht so schlimm. So, was brauchen wir? Wir brauchen erstmal mehr Leute. Haben wir einen Job? Oh, wir haben ja welche. Das nehmen wir mit und das nehmen wir auch mit. Das sind also kleine Nebenquests, die wir eigentlich so nicht richtig mördermäßig brauchen. So, wir können unseren Kahn jetzt vollproppen mit Leuten. Und zwar, der Earl kommt mit. So, was haben wir denn noch hier Feines? Er ist ein Steuerfranz, ne? Ich weiß nicht, was der uns großartig bringt. Perfect Balance. Charakter Sailing Compact Gain. Hast du nicht gesehen? Was haben wir hier noch? Hier, da. Erste Hilfe Knechte wäre noch mal super. Das nicht unbedingt, nicht unbedingt, auch nicht unbedingt. Was haben wir denn hier? Have some rest. Das ist Sick Bay. Und... keine Ahnung, was das jetzt genau ist, aber spielt noch keine Rolle. Sollen wir noch so einen mitnehmen? Er hat nur 3 Mal, mein Gott. Wir brauchen wirklich noch einen, der uns ein bisschen hilft und heilt. Das wäre echt nicht verkehrt. Das ist die Dai. Aber wenn wir da wieder so einen großen Apparat dazwischen hat, der uns da wirklich was auf die Mütze kloppt, dann sieht das für uns echt schon schlecht aus. Nehmen wir den mal mit hier. Den müssen wir mit haben. Dann haben wir jetzt 1, 2, 3 Heiler-Typen. Wäre schon nicht schlecht. Und wir brauchen noch jemanden, der ein bisschen drauf kloppt. Aber den finden wir leider nicht hier. Was haben wir denn hier noch an Wasser? Nehmen wir doch mal mit. Wasser und das Essen können wir verkaufen. Mein Gott, wie viel Essen wir da mit haben. So. So, 110 hat es nicht mehr fertig. Aber wie gesagt, das richtet sich ja daran nach, wie viele Leute wir an Bord haben. Desto mehr Wale kriegen wir, glaube ich, zu fassen. Lass uns mal rüber nach... Ich weiß gar nicht, wo wir noch gute finden. Ich glaube, hier Peterhurst, ne? Ich glaube, da drüben war noch was. Lass uns da mal rüberfahren. Da müssen wir sowieso hin.
Und dahin ist eine Wahl-Area. Da oben ist noch was. Ey, cool. So, da haben wir sie gefunden. Minus zwei. Was? Alles klar. So. Wir fahren da nochmal rüber kurz und gucken mal, was wir da noch vernünftige Leute finden. Das nehmen wir noch mit. So, keine Ahnung, was das war. Oh, da haben wir das Schiff gefunden. Einer stirbt. Was haben wir hier? Wir nehmen was mit. Und was haben wir hier? Prestige-Geschichte. Ah, oh, wie siehst du, einmal Prestige haben wir mitgenommen. Wir haben das Wrack gefunden. Damit heißt es, wir müssen wieder zurück nach Nantucket, um das abzuliefern. So, erstmal in Hafen und mal gucken, was wir an Leute finden. So, da kriegen wir natürlich nichts. Erstmal gucken wir. Leute, wir brauchen jemand mit. Och, Leute, nein. Haben wir nur so eine Haut drauf Typen hier? Da ist noch jemand. Ja, guck mal, das ist ein 22er, ein Hunter. Nehmen wir auch mit. Okay. Ich glaube, wir haben wieder wir Mörder, wie sie Verluste. Wir brauchen noch jemanden mehr. Wir brauchen noch irgendeinen mehr, der ein bisschen Power hat. Da müssen wir mal schauen. Jobs haben wir hier noch was hier. So, das haben wir mitgenommen. So, close die Geschichte. Wie sieht das aus mit Essen? Lass uns nochmal auffüllen. So, da auch nochmal. Hier, warte mal. Wasser für. Wir kommen jetzt hier. Alter, wir brauchen ganz schön viel, ne? Mein lieber Mann. So. Okay. Das haben wir auch. Sail away. Also wie gesagt, wenn ihr wisst, wie man das in 8 Stunden schafft, schreibt mir das doch mal in die Kommentare. Würde mich mal interessieren, ob man das wirklich in 8 Stunden schaffen kann, so ein Spielchen durchzuspielen. Also ne, würde mich mal interessieren. Was haben wir hier noch? Ja klar, das müssen wir auch noch abliefern alles. Oh Gott, hier in der Westpassage, das war ja auch noch die Geschichte. Und da oben ist noch eine. Da wollen wir auch noch mal hin. Okay, Freunde, aber die Zeit ist sowas von durch. Wir haben unseren großen Pott. Ist natürlich richtig gut. Oh, wir haben ja ein paar Sachen zu verteilen. Das ist hier. Ach hier. Aber so viel Krams haben wir ja nicht, ne? Die Pistolkohle haben wir noch. Wir müssen mal sehen, dass wir ein paar. Das müssen wir hier mal. Da, der braucht so ein Teil. Der kriegt die Pistole. So, bitteschön. Aber. So, Rest ist doch jetzt alles neuer. Tom, gut, die müssen alle noch ein bisschen leveln. Der nicht mehr, der ist schon groß genug. Können wir skilltechnisch noch was ändern? Ach so, da können wir ihnen sogar die. Der Eugen, was hast du denn noch? Du hast nichts anderes oder was? Felddoktor. Die drei hat er durch. Können wir das noch irgendwie ändern? Nein, wir können hier nichts ändern. Ich dachte, wir könnten noch irgendwas ändern. Das wäre nochmal ganz lustig gewesen. Na gut, Level 5. Level, wo sind denn hier ein 10er? Da ist noch ein 10er. Können wir da nicht noch was ändern? Können wir dich nicht noch irgendwie anders umswitchen? Das wäre nochmal ganz nett. Ist nicht möglich. Naja, schade. Ach, das können wir an- und ausmachen. Ja, klar, das kennen wir ja. So, wir haben unseren Riesenkahn mit 3 Stück und dann vielleicht, wir müssen doch mal sehen, dass wir das mal einsetzen, mal sehen, wie das mit 3 Wahlbooten ist. Okay, Freunde, aber wie gesagt, schreibt mir mal in die Kommentare, wie gesagt, ob das Spielchen in 8 Stunden zu schaffen ist, würde mich mal echt brennend interessieren. Und was ihr sagt, ob wir hier das Spielchen nochmal pausieren sollten, dass wir jetzt noch vielleicht noch eine Runde machen, dass wir einmal das Schiff mit 3 Wahlbooten austesten und dass wir dann mal eine kleine Pause machen, warten, dass das auf Deutsch endlich rauskommt, weil dann würde ich das gerne nochmal von vorne komplett spielen, sodass man das auch versteht richtig. Nicht? Wie gesagt, schreibt mir das in die Kommentare, würde mich brennend interessieren. Und dann sage ich mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.